Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute blicken wir wieder zurück auf meine letzte Bücherwoche und die war lesetechnisch doch richtig gut, mit einer Ausnahme. Aber sonst habe ich wirklich eine tolle Lesewoche hinter mir. Es war ja auch die Woche der letzten Game of Thrones Folge und darauf hat sich etwas in meinem Schauverhalten verändert, worüber ich unbedingt dann auch mit euch sprechen möchte. Und ich habe auch angefangen, eine Serie zu rewatchen und ich glaube, darüber spreche ich auch ein bisschen. Ja, die Woche war, glaube ich, eine recht gemischte Woche, so ein bisschen vom Wetter her. Ich hatte dann ein schönes Wochenende. Ich hatte Besuch von einer ganz lieben Freundin aus Berlin und wir hatten richtig schöne, erholsame Tage mit einem sonnigen Spaziergang bei uns hier am Untreusee und dann auch mit einem wunderbaren Thermenaufenthalt zur langen Nacht der Sinne, was wirklich richtig, richtig schön war. Und man merkt dann so richtig, wenn man so in diesen Entspannungsmodus kommt, ja, wie schön das ist. Und ich finde, sowas braucht man eben durchaus manchmal auch. Ich habe in der Woche 4 Bücher gelesen, davon 1 abgebrochen. Das erste Buch der Woche ist ja relativ untypisch für mich, ein Krimi. Und zwar Tödliches Klassenzimmer von Adriana Jakob. Das ist das zweite Pseudonym sozusagen von Adriana Popescu und ich musste als Popescu-Fan natürlich auch den Jakob-Krimi sozusagen lesen. Dann das abgebrochene Buch der Woche ist Das bedrohte Glück von Alan Carster. Das ist der dritte Teil der Hansen-Saga und es wird auch noch einen vierten Teil geben, aber ja, dazu dann natürlich mehr. Dann wurde aus einer Leseprobe ein Buch, was ich lesen wollte, beziehungsweise habe ich Love to Share von Beth O'Leary dann als Hörbuch gehört und kann so viel verraten, dass ich dem Hype sozusagen verfallen bin. Und wir haben im Leseclub Ich finde dich von Harlan Coben gemeinsam gelesen. Und auch wenn ich zwischendrin ein bisschen nachhinkte, einfach weil ich Besuch am Wochenende hatte, habe ich das Buch sehr, sehr gerne gelesen. Aber wie immer chronologisch von mir erzählt die Bücher der Woche. Und zwar starten wir mit Tödliches Klassenzimmer von Adriana Jakob. Hinter dem Pseudonym steckt Adriana Popescu. Und Adriana hat diesen Krimi in ihrer Vlogmas begonnen. Also im Dezember lädt Adriana relativ täglich, glaube ich, tatsächlich Videos hoch, macht so ein bisschen eine Art Adventskalender und hat uns hier am 2. oder 3. Dezember davon erzählt, dass sie irgendwie auf Krimi Lust hat, hatte dann ein Brunettile im Kopf, also von Donna Leon, sage ich jetzt mal sozusagen inspiriert, einen Kommissar. Und dieses Buch begonnen, hat es auch relativ schnell so gefühlt fertig gehabt und hat uns eben am Entstehungsprozess auch teilhaben lassen, was ich super schön und spannend fand. Ich packe ihren Kanal, wie auch alle Buchinfos, natürlich unten in die Infobox. Ich bin ja ein großer Fan von Adriana Popescu, ganz egal, ob es ihre Jugendbücher sind oder auch ihre Erwachsenenbücher. Und ich lese die sehr gerne. Ich bin jetzt nicht der bekennendste Krimi-Leser. Ich kann damit sehr oft nicht so richtig was anfangen. Hat verschiedene Aspekte, aber da ich Adriana einfach eine super sympathische Frau finde und auch wirklich einfach so das Gefühl habe, dass was sie in die Hand nimmt, kann mir einfach von ihrem Stil her gut gefallen, durfte dann im Grunde der Krimi auch bei mir einziehen. Als E-Book lag der Preis, glaube ich, bei 3,99 €, also auch absolut erschwinglich und für jeden im Grunde auch der halt auch E-Books liest, sage ich mal, vom Preis her absolut in Ordnung. Und es gibt ihn aber mittlerweile, glaube ich, auch als Taschenbuch. Also wer auf das feste Buch zurückgreifen will, kann das jetzt auch machen. Es ist der erste Fall von Kommissar Rauch. Adriana sitzt, glaube ich, aktuell schon am zweiten Band und hat, soweit ich jetzt mitbekommen habe, auch Ideen bis zu Band 4 oder gar 5. Und wir erleben hier jetzt eben Kommissar Rauch, der einen Fall lösen muss. Denn er hat eigentlich ein Klassentreffen am Abend, wacht dann neben einer alten Schulfreundin morgens auf und erfährt, dass ein gemeinsamer Schulfreund eben in der Turnhalle umgebracht wurde. Und jetzt geht es natürlich los, das Geheimnis zu lösen, wer den Schulkameraden umgebracht hat, welche Motivation dahinter lag, was vielleicht auch für Geheimnisse so in den Schulkameraden steckte, was da so in den Jahren, ich glaube 20 waren es, sich verändert hat. Und wir verfolgen Kommissar Rauch auch nicht nur beruflich, sondern natürlich auch im
bisschen privat mit seiner Tochter, mit seiner Ex-Frau. Das bekommen wir so ein bisschen erzählt. Auch ja, die besondere freundschaftliche, kollegiale Beziehung zu seiner Kollegin Hagen. Und es ist irgendwie mega spannend und es packt einen und hat eine Sogwirkung und macht Spaß. Für mich wirklich eine Highlight-Geschichte. Zum einen, weil es mich natürlich von der Erwartungshaltung total gecatcht hat. Ich erwarte eigentlich von Krimi nicht, dass er mich unterhält, dass er mich begeistert, aber Adriana hat es für mich absolut geschafft, mir ja diese Geschichte nahe zu bringen, mir dem Kommissar näher zu bringen. Es ist jetzt auch nicht dieses Klischee versoffener, verrauchter, drogenabhängiger, depressiver Kommissar macht sich auf den Weg, sondern ja, alleine, dass natürlich Kommissar Rauch mit Vornamen Benedikt heißt. Ja, Adriana, ja, wir denken natürlich alle an Benedict Cumberbatch als Sherlock. Auch ich hatte Ben sofort so in Gedanken. Und das macht ihn natürlich direkt auch zu einer ganz anderen Person, zu einer anderen Persönlichkeit. Und Adriana schafft es, Benedict Rauch wirklich nahe zu bringen und das auf einer sehr sympathischen, menschlichen Ebene, sehr tiefgründig, sehr echt, sehr einfühlsam, trotz der Härte sozusagen dieses Berufes. Und das hat mir unglaublichen Lesespaß gemacht. Auch die Geschichte fand ich sehr spannend aufgebaut. Ich hatte immer mal so ein Gefühl, eine Ahnung. Dann wurden die Ahnungen ein bisschen konkreter und am Ende ging es in eine Richtung, wo ich dachte, okay, das ist jetzt nicht total abgespaced oder übertrieben in eine andere Richtung gelenkt, sondern es hat sich einfach logisch und konsequent für mich aufgebaut. Es ist sprachlich sehr flott, sehr modern, es war spannend und es ist einfach toll erzählt. Und man spürt Adriana in den Dialogen, die ich immer wieder in ihren Büchern ganz besonders toll finde. Es zeigt eben auch einfach so diese Tiefgründigkeit der Charaktere, dass die wirklich diese Dialoge führen können, ohne dass man das irgendwie komisch findet als Leser. Und wir hatten hier eben auch einfach nicht diesen typischen Ermittler und das fand ich einfach besonders gelungen. Auch die Nebencharaktere sind absolut toll gezeichnet. Sie sind tiefgründig und auch die Tatverdächtigen haben Tiefgang und eine Entwicklung und man hat da Gesichter vor Augen. Also sie bleiben nicht irgendwie blass so nebenbei, sondern man kann die sich auch wirklich sehr gut vorstellen und in meinem Film hatten die im Grunde auch wirklich alle Gesichter. Was mich ein wenig an diesem Buch gestört hat und ich glaube auch einfach, dass das menschlich ist, sind doch die ein oder anderen Rechtschreibfehler. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, bei Self-Publishern ist die Qualität immer schlecht und man hat eh viel mehr Rechtschreibfehler als beim Verlag. Da möchte ich widersprechen. Also auch im Vergleich bei Ich finde dich sind mir auch 3-4 Rechtschreibfehler aufgefallen und auch bei Adriana ist mir das leider aufgefallen. Allerdings nicht nur 3-4 auf diese Seitenzahl, sondern durchaus schon öfter, wo ich dachte, ach Mensch, es unterbricht einen einfach so ein bisschen im Lesefluss und das ist eigentlich das, was mich tatsächlich mehr gestört hat als so manches in der Geschichte, weil die Geschichte war für mich eigentlich perfekt erzählt. Hier hätte ich mir einfach noch so ein Auge mehr vielleicht gewünscht, der sich einfach auf die Rechtschreibung ein bisschen mehr konzentriert. Ja, Adriana hatte ein Lektorat, Korrektorat und Testleser und ja, ich glaube sofort, dass da einfach was durchrutscht und irgendwann sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das ist überhaupt kein böser Vorwurf, also gar nicht. Aber es hat bei mir natürlich schon so den Lesefluss immer mal so kurz innehalten lassen. Aber für mich ist das Buch ein Highlight, zum einen, weil es einfach in einem Genre ist, was ich normal überhaupt nicht groß lese, das mich überraschend gepackt hat, begeistert hat und auch wirklich ja, wunderbare Lesestunden für mich erzeugt hat. Und ich möchte unbedingt den zweiten Fall von Kommissar Rauch lesen, weil ich einfach wissen möchte, was Adriana daraus macht, welche Ideen in ihrem Kopf umherschwirren. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen die Vlogmas anguckt, dann merkt man so ein bisschen, in welcher Szene war sie denn gerade. Weil soweit ich das verfolgen kann, ist bei Adriana ja wirklich das Schreiben von vorne nach hinten. Zumindest ist das mein Eindruck, nicht irgendwie so mittig und dann fügt sie die Geschichten zusammen. Und da bekommen natürlich dann auch die Vlogmas oder jetzt auch Karate an der Tastatur, da bekommt man ein Gefühl dafür, wo ist sie gerade, mit was hat sie sich gerade beschäftigt, was hat ihr gefallen. Also für mich ein absolutes Highlight. Vielleicht gibt es ja demnächst mal noch eine Version 2, wo die Rechtschreibfehler auch nochmal korrigiert werden. Das ist ja bei einem E-Book relativ unproblematisch möglich als Self-Publisher. Von daher finde ich das auch, also es ist absolut in Ordnung. Es ist einfach so, es passieren uns Menschen eben allen Fehlern. Aber für mich war das so ein halbes Müh-Abzug, wenn man so möchte, wenn ich Punkte vergeben würde, weil es mich doch immer mal wieder so aus dem Lesefluss gezogen hat. Aber
Ich bin begeistert, ich bin happy, dass ich es gelesen habe, dass ich mich an den Krimi rangewagt habe und freue mich auf das nächste Buch von Adriana Jakob und natürlich auch auf das neue Buch von Adriana Popescu, was ja dann, glaube ich, im August erscheint. So viel dazu. Ja, parallel dazu gelesen oder ich glaube dann auch direkt danach habe ich Das bedrohte Glück gelesen von Ellen Carster. Das ist der dritte Teil der Hansen-Saga und das habe ich nach circa 100 Seiten, so einem Drittel, knapp abgebrochen. Es ist der dritte Teil der Reihe. Es wird noch einen vierten Teil geben, der zerbrechliche Traum, der wohl im Oktober erscheint, werde ich jetzt natürlich nicht lesen, weil ich schon den dritten nicht wirklich gelungen fand. Mir hat der erste Teil der Hansen-Saga unglaublich gut gefallen. Ich packe euch auch mal meine Bücherwoche zum ersten Teil unten in die Bücherwoche. Ich fand den ersten Teil richtig toll. Ich war ja auf der Suche im letzten Jahr nach einem Ersatz zur Hansen-Saga von Jeffrey Archer, die ja, wo steht die denn? Schon wieder, ach, ich glaube hinter mir, nein, wo steht die Hand? Ach, die steht hier oben, die seht ihr, glaube ich, gar nicht. Ja, die mich ja total begeistert hat und gefesselt hat. Nein, nicht der Hansen-Saga, der Clifton-Saga natürlich. ja, und bin dann auf die Hansen-Saga gestoßen, weil die eben auch so 3-4 Teile werden sollte, auch relativ viel erzählen wollte, verschiedene Erzählstränge hatte und ich einfach dachte, das könnte auf jeden Fall eine schöne Geschichte werden. Und der erste Teil war das auch, denn wir haben drei Brüder in Hamburg, die, ich glaube, erst sich dem Kaffee gewidmet haben, dann als der Vater, also das Oberhaupt der Familie gestorben ist, haben sie gemerkt, oh, wir sind Verschuldeter, wir müssen etwas anders tun. Der eine Bruder macht sich auf den Weg mit seiner Familie nach Kamerun, was ja zur damaligen Zeit auch noch eine deutsche Kolonie war, um da Kakao anzubauen. Der andere geht nach Wien, um da so ein Kaffee-Kakao-Haus im Grunde zu erschaffen, beziehungsweise da auch Kontakte zu knüpfen. Und der andere Bruder bleibt mit seiner Familie im Grunde in Hamburg und versucht da im Grunde einfach so alle Stränge zusammenzubringen. Und mir hat besonders gut der Kamerun-Teil gefallen, weil ich das exotisch fand, spannend fand, überhaupt diese ganze Kolonialzeit, was steckte da dahinter. Auch geschichtlich ist das super, super interessant und mir haben auch diese Familie sozusagen am besten gefallen. Auch der Bruder in Wien war durchaus noch interessant. In Hamburg lief gefühlt alles schief, was irgendwie schief gehen konnte, aber der erste Teil war spannend und packend. Beim zweiten Teil kam dann schon dazu, dass manches so ein bisschen vorhersehbar war, ein bisschen merkwürdig war, auch so, wie man versucht hat, das Frauenbild, was sich ja verändert hat, trotzdem irgendwie so hineinzupressen, obwohl sich das überhaupt nicht schlüssig für die Geschichte angefühlt hat und auch die Charaktere selbst irgendwann so out of character gearbeitet haben, beziehungsweise gehandelt haben. Und er war für mich halt schon um einige schwächer, aber dennoch noch spannend genug, ihn auch zu Ende zu lesen. Jetzt hier im dritten Teil hat man einfach nur das Gefühl, ja, wir lassen alles Wichtige und Tiefgründige einfach raus und beschäftigen uns nur noch mit der oberflächlichen Geschichte. Also es ist ganz egal, ob es dieser Konflikt ist, dass wir hier was zwischen Deutschland und Kamerun haben, dass wir das Thema Homosexualität haben, dass wir das Thema Frauenrechte und freie Entscheidungen für Frauen haben. Wir lassen das einfach mal weg und erzählen einfach irgendwie plump eine Geschichte, die irgendwie sich sehr komisch anfühlt, wie ich zumindest fast fand. Es war sehr oberflächlich, es war sehr blass, man hatte auch wirklich so das Gefühl, die Charaktere sind nur noch ein Schatten ihrer selbst, ohne dass es dafür einen Grund gibt und es wird halt einfach auch wirklich sehr viel weggelassen. Es war zudem auch sehr viel vorhersehbar, das war ja für mich auch schon ein Kritikpunkt im zweiten Teil, dass ich dachte, naja, jetzt weiß man irgendwo, wo es hingeht und wenn ich jetzt dann auch den vierten Titel sehe, der zerbrechliche Traum, da ahne ich jetzt auch schon, wo das hingeht und wie das endet und ja, man kann dann halt einfach nicht so richtig mitfiebern, man kann sich nicht so packen und treiben lassen und mir hat es auch sprachlich irgendwie nicht mehr gefallen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, dass das wirklich einfach so abfällt, ob jetzt einfach der erste Teil so ein Glückstreffer war von der Autorin, dass die da alles reingepackt hat und im Rest irgendwie dann ja kein Gefühl mehr irgendwie hatte, das zu erzählen. Mir hat der dritte Teil leider nicht mehr gefallen. Deswegen habe ich ihn dann auch abgebrochen. Finde ich persönlich einfach schade, weil ich natürlich schon so ein bisschen wissen wollte, wie bleiben die Charaktere, wie entwickeln die sich. Und auch nachdem ich gesehen habe, es wird einen vierten Teil geben, ja, denkt man natürlich, die Geschichte wird noch weiter, viel, viel weiter erzählt, als man denkt. Aber es macht halt einfach keinen Sinn, eine Geschichte weiterzulesen, die einem nicht gefällt. Dennoch bleibt in Erinnerung der erste Teil, der mir wirklich sehr gut gefallen hat, aber ja, weiter dann noch nicht. Also schade, aber ja,
manchmal ist das einfach so. Ja, dann zu einem absoluten weiteren Highlight in dieser Woche. Nur kurz, es begann mit einer Leseprobe aus der Thalia und einer Leseprobe, in die ich hineingelesen habe und dachte, ich will wissen, wie das Shit hier weitergeht. Es war hier hinten total gemein beendet und ich musste einfach, ja, das Hörbuch hören. Ich zeige es euch mal so, ein wunderschönes Cover. Ich blende euch jetzt aber auch einfach das Hörbuchcover ein, das ich richtig kreativ finde. Es ist irgendwie farblich gar nicht mal so aufregend von diesem, ich sage jetzt mal, beigen Hintergrund. Aber dieses Rot, Pink, Rosa, die Buchstaben so total verkehrt, die zwei Charaktere. Und in der Mitte heißt es dann, Liebe ist die halbe Miete. Und ich war total angefixt. Also ich habe diese Leseprobe wirklich angefangen und dachte dann, Mensch Steffi, hättest du das doch mal im Geschäft gelesen, dann hättest du auch gleich dir das Buch kaufen können. So habe ich dann zum Hörbuch gegriffen. Die Sprecherin oder die Sprecher sind Anna Carson und Oliver Nook. Ich hoffe, man spricht ihn so aus. Es ist eine ungekürzte Fassung von knapp 11 Stunden. Und das Schöne ist eben, wir haben Perspektivwechsel in der Geschichte. Wir haben eben ja die weiblichen und den männlichen Protagonisten und die werden eben auch von unterschiedlichen Charakteren gesprochen, was ich absolut top fand. Das hat mir das Hören wirklich leichter gemacht, schöner gemacht, einfach, dass man immer sehr klar dann gleich wusste, wer ist man und wo ist man sozusagen, und das fand ich wirklich gelungen. Was ich aber ein bisschen kritisieren muss, hat nichts mit der Geschichte an und für sich zu tun, sondern mit der Qualität des Hörbuchs, ist, dass seine Stimme doch sehr viel leiser war als ihre Stimme. Und das hat mich beim Hören durchaus gestört, weil immer wenn er dran war, musste ich so 2 Lautstärkepunkte lauter machen und bin dann aber immer so zusammengezuckt, wenn ihre Stimme gekommen ist, die dann eben halt einfach zu laut war. Also das fand ich persönlich nicht ganz so schön, auch gerade wenn man irgendwo liegt und ja, ich ja durchaus auf meiner Couch liege, Hörbuch höre, anstelle halt zu lesen oder auf dem Balkon liege oder auch im Solarium liege, wie auch immer, dass man dann so diesen zuckrigen Moment bekommt, wenn dann im Grunde sie wieder dran ist. Dafür kann aber die Autorin nichts, das Buch nichts, das hat überhaupt nichts damit zu tun, das ist rein Audible, dass ich denke, Mensch, da habt ihr irgendwie schlecht abgemischt und ja, vielleicht ändert man das auch nochmal, wenn man das jetzt öfter hört. Auch ich habe das an Audible hier in dieser Rezension mal so reingeschrieben und ja, gucken wir einfach mal, ob irgendwas passiert. Aber jetzt kommen wir natürlich zu dieser grandiosen Geschichte. Wir treffen auf Tiffy, die trennt sich gerade von ihrem langjährigen Freund und leidet so ein bisschen unter der Trennung. Ja, sie verdient ja als Lektorin ganz gut, aber nicht so gut, dass sie sich eine große, tolle Wohnung irgendwie in London leisten könnte. Zudem ist sie auch so ein bisschen verzweifelt und einsam und hadert mit ihrer Entscheidung, aber sie sagt irgendwie, sie musste da jetzt raus, sie musste was verändern und wird dann auf eine Anzeige aufmerksam, wo ein junger Mann eine halbe Wohnung zu vermieten hat. Aber nicht im Sinne von, du bekommst das eine Zimmer, ich das andere. Nein, er hat eine Einzimmerwohnung und arbeitet in der Regel in Nachtschicht. Das heißt, er ist erst ab morgens 8 bis, ich glaube, abends 16 Uhr, 18 Uhr ist er sozusagen in der Wohnung und ab 18 Uhr bis morgens um 8 und auch am Wochenende darf Tiffy dann diese Wohnung nutzen. Leon vermietet seine Wohnung, weil er ebenfalls einfach Geld braucht und ja, denkt sich, die Wohnung steht ja eh mehr leer, als dass ich drin bin und dann kann ich die auch stundenweise sozusagen vermieten. Ja, Leon hat auch eine Freundin, bei der er dann eben auch am Wochenende ist, weswegen dann auch Tiffy die Wohnung am Wochenende nutzen kann. Und ja, es kommt dann auch so, dass bei der Wohnungsbesichtigung ja, Tiffy auf die Freundin trifft und gar nicht auf Leon selbst und beide sich sehr lange Zeit überhaupt nicht begegnen, treffen, aber sich eben über Post-its und kleine Nachrichten kennenlernen und ja, sich dann im Grunde auch so ein bisschen darüber austauschen, wie das mal so mit dem Essen ist, dass Leon irgendwas in der Wohnung nicht passt, wie sie es eingerichtet hat und ja, beide sich tatsächlich diese Wohnung teilen und dann aber merken, dass trotz aller Unbekanntheit man doch irgendwie einen Draht zueinander hat. Und man merkt schon, dass diese Geschichte förmlich nach Irrungen und Wirrungen sucht und das ist natürlich auch so. Das Leben hält Überraschungen parat und natürlich auch jeder Mensch so für sich selbst und auch jeder Charakter. In dieser Geschichte wird einfach großartig die Geschichte der beiden erzählt. Nicht nur
des Zusammenwohnens, irgendwie das vielleicht irgendwann kennenlernst oder was auch immer, sondern ja, die Geschichte jedes Einzelnen. Und bei mir hat Love to Share ja wirklich so ein This is Us-Gefühl vermittelt. Denn was ich ja an der Serie This is Us so schätze, ist, dass wir Menschen nicht einfach nur in dem Moment sind, in dem jetzt unsere Geschichte sozusagen erzählt wird, sondern dass es ja auch ein Vorher gibt und verschiedene Dinge aus früher uns zu dem machen, der wir jetzt sind und uns jetzt eben auch dazu bringt, so zu handeln, wie wir es tun. Dass das ja nicht einfach aus dem Jetzt entsteht, aus dieser Stunde, also sag jetzt mal der Serie zum Beispiel, sondern dass das alles vorher auch schon irgendwas in uns reinspielt, dass uns Dinge dazu bringen, so zu tun, was wir tun, weil wir es damals so erlebt haben, wie wir es erlebten. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich hoffe. Und bei Love to Share hatte ich genau diesen Eindruck. Wir lernen die beiden Charaktere sehr ausführlich, sehr tiefgründig kennen. Wir erfahren durch ihre Gedanken natürlich wirklich ganz wunderbar, was sie beschäftigt, warum es sie beschäftigt, was vielleicht auch aus der Vergangenheit sie zu dem gebracht hat, was sie jetzt tun, wie sie jetzt denken. Und auch wenn es mich manchmal bei Tiffy so gestört hat, dass sie so ein bisschen wehleidig war und ein bisschen, ja, sehr an ihrem Ex-Freund hing, hat man doch gespürt, dass es eben diese Beziehung war, die Tiffy jetzt immer noch beeinflusst. Also wie uns auch Menschen, Begegnungen, Beziehungen, Freundschaften, Familien beeinflussen können. Wie ja, Gesagtes, Getanes eben einfach Einfluss auf uns haben und auch durchaus eben auch noch später. Also selbst wenn man sich von einem Partner trennt, hat man natürlich, nimmt man etwas mit daraus und man ist halt danach ein anderer Mensch als vorher und es prägt einen und es macht einem einfach zu dem, der man dann eben auch irgendwann ist. Und das finde ich so absolut gelungen in Love to Share, denn ich fand es einfach sehr energiegeladen erzählt. Es war eben einfach so diese Tiefgründigkeit und die liebe Ruth hat zum Beispiel auch gesagt, dass es einfach so intelligent war. Und das war genauso das Wort, was mir auch eingefallen ist. Es ist so wunderbar echt und intelligent erzählt. Und es lässt natürlich auch immer mal Fragen offen. Es gibt natürlich auch Dinge, wo man sich denkt, Mensch, warum ist das jetzt so und so in diesem Buch? Aber es ist immer logisch, es ist immer greifbar, es ist immer nachvollziehbar und es macht einfach Spaß, diese Geschichte zu erleben, ihr zu lauschen, sie in sich aufzusaugen und einfach Spaß daran zu haben, an dieser Lebensgeschichten, die wir eben aus zwei Perspektiven erzählt bekommen. Denn auch Leon hat natürlich Dinge in seiner Vergangenheit erlebt, die ihn zu dem machen, was er jetzt tut. Wie kommt er auf die Idee, sein Zimmer zu vermieten? Wie ist das, wenn auf einmal jemand anders im gleichen Bett schläft, obwohl man sich gar nicht kennt? Und all diese Dinge, das war einfach großartig gemacht und es war sprachlich grandios erzählt und es war einfach, Es war wie so im Flow lesen und das ist für mich ein Zustand, den ich unglaublich gerne habe, wenn ich lese und gar nicht mehr merke, dass ich lese, in dem Fall habe ich ja auch gehört, aber ich einfach Augen zumache und der Film läuft ab und die Geschichte wird erzählt und man hört die Stimmen und man hat das so vor sich und man spürt es. Für mich war das wirklich eine Geschichte, die ich gespürt habe. Einfach die Zweifel von Tiffy, auch was Leon alles erlebt hat und wie das einfach zueinander spielt, was Leben aus einem macht und auch aus was Lieben aus einem macht. Und ich fand das einfach der Hammer. Also mir hat das unglaublich viel Lesespaß gebracht. Ich habe die Geschichte richtig, richtig gerne gehört. Ich war so drin und dabei und es gab wundervolle Momente von beiden, die einfach dann so richtig schön greifbar sind und es einfach so besonders gemacht haben. Und es ist wirklich mehr als eine Liebesgeschichte. Es hat eben auch diese Mischung zu dieser Lebensgeschichte, was ich ja durchaus auch bei anderen Autorinnen und Autoren immer sehr, sehr schätze. Und die ganze Geschichte setzt sich einfach ab von diesen etwas oberflächlicheren Geschichten, wenn dann irgendwelche Rockstars da sind. Nichts gegen diese Geschichten. Ich lese die ja durchaus immer mal zwischendrin auch. Aber es hatte einfach mal was Ernstes, was Echtes, was so Greifbares und es hat mir wirklich unglaublichen Spaß gemacht. Nicht nur sprachlich, sondern auch einfach wie ja, der rote Faden durch die Geschichte erzählt wird, wie auch der Plot im Grunde erzählt ist, wie Dinge erklärt werden, die eben gerade nicht passieren oder die doch passieren und dass man einfach immer irgendwie eine Antwort hat. Und ich konnte sogar über Tiffys etwas wehleidige Art hinwegsehen, weil man gespürt hat, ja, dass sie einfach vorankommt und weiterkommt und eine Entwicklung mitmacht. Und ich fand auch zum Beispiel sehr toll, sie ist ja Lektorin, dass man da eben auch Dinge einfach so ein bisschen aus diesem Verlagsleben erfährt. Wie realistisch das jetzt ist, sei mal dahingestellt. Aber es hat mir Spaß gebracht, dass sich hier die Protagonistin auch mit Büchern beschäftigt hat und man natürlich so ein Buch im Buch im Buch hat und
was soll ich sagen? Es war einfach großartig. Ist für mich ein Buch, was definitiv auch als echtes Buch bei mir einzieht und was definitiv auch auf jeden Fall nochmal gelesen wird oder gehört wird. Die liebe Ruth, ihr Video packe ich auch mal unten in die Infobox, hat es, glaube ich, mittlerweile dreimal gelesen, sowohl dann in Deutsch wie in Englisch und dann in Englisch auch nochmal gehört. Also die ist genauso freakig, finde ich, wie ich. Also finde ich großartig. Ich meine, das ist ganz positiv. Und ich habe mich auch mit Ruth privat dann schon drüber ausgetauscht und wir lieben diese Geschichte einfach. Und wenn ihr nochmal eine zweite Meinung, die meiner wahrscheinlich sehr ähnlich ist, hören wollt, guckt einfach mal ihr Video an. Das hat mir auch dann im Nachgang noch super viel Spaß gemacht. Ich saß nur vor diesem Video und habe ständig genickt und gedacht, ja, 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 ja. Und ja, ich habe die Rezi natürlich nicht vorher gehört, als dann feststand, dass ich das Buch lesen möchte. Dann gucke ich gefühlt keine Rezensionen mehr dazu an, weil ich einfach so meinen eigenen Eindruck natürlich haben möchte. Aber wenn Ruth natürlich sagt, es ist ein absolutes Highlight, dann ja, kann man sich denken, okay, jetzt hast du natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung, gerade weil ja Ruth zum Beispiel auch sehr viel in diesem Genre liest. Aber ja, ein absolutes Highlight-Buch für mich, was mich echt absolut gepackt und gefesselt und begeistert hat. Und manchmal wird eben aus einer Leseprobe auch ein echtes Buch. Ist ja jetzt, glaube ich, schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass mir das passiert. Ich glaube, das andere Mal war ja Liebeskind. Und ja, im Grunde gehe ich sonst immer an Leseproben auch mal vorbei. Also ich bin da gar niemand, der so groß dazu greift. Ich gucke mir gern Leseproben so bei E-Books mal so ein bisschen an oder ja, ne, das schon mal eher. Aber an solchen Dingern gehe ich doch sehr oft eigentlich vorbei. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr zu Leseproben greift, so ganz gezielt, euch mal 5 mitnehmt und euch dann überraschen lasst. Würde mich wirklich sehr interessieren. Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und dann wurde es noch Thriller-lastig in dieser Woche mit Ich finde dich von Harlan Coben. Das haben wir jetzt gemeinsam im Leseklub gelesen. Den findet ihr immer unten in der Infobox. Das ist mein drittes Buch, glaube ich, von Harlan Coben. Und ich habe noch eins von ihm mit Ich vermisse dich, glaube ich, auf dem Sub. Und ja, es wurde gewählt im Leseklub und deswegen haben wir es dann natürlich auch gelesen. Harlan Coben schreibt wirklich sehr gelungene Thriller, die mir bisher alle sehr, sehr gut gefallen haben. Und auch bei dem kann ich das schon vorwegnehmen. Auch Ich finde dich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir treffen auf Jake, dessen große Liebe Natalie ihn vor 6 Jahren wegen eines anderen Mannes verlassen hat. Er war noch bei ihr auf der Hochzeit. Dort hat sie zu ihm ja im Grunde die Aufforderung gestellt, lass uns in Ruhe. Und das hat er auch 6 Jahre getan. Doch dann fällt er aus allen Wolken, als er eine Todesanzeige sieht, auf dessen Name der Name des Mannes von Natalie steht. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich hoffe. Ja, er denkt eben, oder der Name ist eben der Name des Mannes von Natalie und er ist doch sehr verwundert, ja, dass er jetzt im Grunde gestorben ist. Er dürfte noch gar nicht so alt sein. Was ist da passiert? Und er verstand auch vor 6 Jahren nicht so richtig, warum seine große Liebe ihn im Grunde verlassen hat für einen Mann, den sie eigentlich doch gefühlt gar nicht irgendwie kennen konnte. Ja, er fährt irgendwie zur Beerdigung, er will Natalie nochmal sehen, er will das irgendwie geklärt wissen, er will da einfach nochmal, ja, vielleicht auch die Liebe von damals nochmal heraufbeschwören und trifft dort aber, ja, auf eine Witwe, die nicht Natalie ist. Und das verwundert ihn so ein bisschen, lässt ihn auch so ein bisschen verzweifelt zurück, denn Natalie scheint spurlos verschwunden zu sein. Und er geht jetzt auf der Suche nach der Wahrheit, merkt er irgendwie, dass doch nicht so ist, wie es schien und dass auch vieles sehr im Unklaren ist und ja, auch was so die Hochzeit angeht und Natalie angeht und den Toten angeht. Und ja, Jake macht sich da so ein bisschen in eine actionreiche Suche nach Natalie und wir dürfen ihn dabei begleiten. Harlan Coben schreibt unglaublich schnell. Es ist ein sehr Wahnsinnstempo, was Harlan Coben vorlegt. Da muss man erstmal dranbleiben, dabei bleiben, man muss konzentriert lesen, man muss sich darauf einlassen, dass man auch mal einen Moment verwirrt ist, dass sich diese Verwirrung irgendwann widerlegt. Und es ist ein unglaublich flapsiger Jake. Durch die Ich-Perspektive, die wir hier eben auch haben, erleben wir einfach Jake, wie er ist. Und Jake hat eine sehr flapsige Art zu denken und zu sprechen. Und das hat den Charakter von Jake unglaublich gut gezeigt, wunderbar gezeichnet und uns auch wirklich näher gebracht. Also ich fand den Stil absolut gelungen. Für mich ist dieser rasante Stil wirklich richtig, richtig spannend. Und auch wenn manches, ja, von der Logik her ein bisschen in Richtung James Bond ging und man dachte, naja, aber die Trachtprügel hättest du jetzt wahrscheinlich nicht überlebt oder was für ein Zufall, dass das und das geschah. Das
mag ich nicht immer, hat mich aber bei Ich finde dich überhaupt nicht gestört. Also ja, man denkt schon so einen Moment drüber nach, aber tut der ganzen Geschichte keinen Abbruch. Denn die Schnelligkeit macht Spaß, sie ist absolut packend und für mich hat das Buch auch wirkliche Sogwirkung. Also ich habe angefangen und schwupps waren die 50 Seiten des Abschnittes durch und ich war richtig froh eigentlich, dass ich dann am letzten Tag ja 3 Leseabschnitte zu lesen hatte und einfach so 150 Seiten lesen konnte, weil die Sogwirkung wirklich groß ist, man drinbleiben will, man wissen will, wie es weitergeht und ja, das einfach großartig fand. Manches war mir halt einfach manchmal doch zu einfach und es gab auch zu viele Zufälle, was ich auch so mit der Logik ein bisschen begründen möchte, wo ich so denke, naja, man macht sich da halt schon einfach. Also eine Erklärung so herauszuarbeiten, dass sie Sinn macht, ist natürlich immer schwieriger, als einfach zu sagen, so ist es jetzt und ja, das hat Harlan Coben ein bisschen zu viel gefühlt hier in diesem Buch gemacht. Dennoch hat es mir wirklich gut gefallen. Was ich auch nicht ganz verstand, war diese extreme Verliebtheit von Jake, die er Natalie entgegengebracht hat. Also wenn man sich vorstellt, dass jetzt vor 6 Jahren der Ex-Partner irgendwie geheiratet hat, ja, man hängt vielleicht an seinem Partner, man versteht es nicht, aber ich verstand einfach nicht, wo diese exzessive Verliebtheit hergekommen ist und es wird einem auch nicht so richtig erklärt. Es ist dann dementsprechend auch nicht so richtig nachvollziehbar und ja, fand ich manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, zu greifen oder zu begreifen, weil mir das manchmal einfach also auch ein bisschen also merkwürdiger schien. Das ist so mein Kritikpunkt. Dennoch war es wirklich ein Thriller, den ich absolut lesenswert fand, dessen Entwicklung ich erst relativ spät verstand bzw. eine Ahnung hatte, die dann in eine ähnliche Richtung gegangen ist. Ich ja auch anfangs wirklich ganz wüste Theorien darüber hatte, was es mit Jake so auf sich haben kann. Nichtsdestotrotz fand ich den toll. Also mir hat der Thriller wirklich Spaß gemacht und es ist nicht mein letzter Coben. Ich werde auf jeden Fall den noch lesen, den ich hier habe und dann vielleicht auch mal zu einem seiner neuen Werke greifen. Ich glaube, jetzt im Sommer kommt auch was Neues von ihm raus. Und ich mag einfach den Stil, wie er schreibt. Das macht mir wirklich Spaß. Also dieses ganz schnelle, rasante ja und manchmal auch ein bisschen fordernde, das finde ich wirklich gelungen. Und das macht Harlan Coben für mich wirklich zu einem ganz tollen Autor. Ich weiß gar nicht, was wir hier hinten ein bisschen haben. Ach ja, Fitzek kauft auch Coben. Und ja, steht so ein bisschen drauf. Ja, hat mir Spaß gemacht, war wirklich ein ganz toller Thriller und wer sich einfach mal so ein bisschen auf so ein Suchspiel einlassen möchte oder sogar ein Foto vom Autor, und den hätte ich mir ein bisschen adretter vorgestellt, aber ich habe nichts gesagt. Ja, könnte ja auch gar nicht aus Aussehen an. Na, also ihr wisst ja. Ja, das so viel zu Ich finde dich von Harlan Coben. Ja, ein ganz, ganz toller Thriller. Im Juni ist, glaube ich, wieder ein Thriller dran mit der Kreidemann von, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Tudor auf jeden Fall mit Nachnamen. Guckt da gerne mal vorbei. Da denke ich, wird dann jetzt demnächst auch die Einteilung von Roman kommen, der ja sozusagen jetzt der Gastmoderator in diesem Monat ist. Ja, dann lief ja in der Woche die letzte Folge von Game of Thrones und ich stand so verzweifelt, allein, einsam, ja, was tue ich jetzt mit mir und meiner Welt, so in meiner Wohnung und dachte, zum Glück hat Cinema Strikes Back darüber berichtet, dass es wohl ja, eine neue geile Serie geben könnte auf Netflix im Herbst, die abgeleitet ist von der Geschichte The Witcher, der Hexer. Das ist wohl eine polnische Fantasy-Saga, die ich sogar als E-Book auf dem Sub habe. Ja, wie konnte das passieren? Und ich habe es nicht gelesen, beziehungsweise komme ich noch nicht mehr daran erinnern, dass ich sie auf dem Sub habe. Das hängt damit zusammen, als ich einen E-Book-Reader bekommen habe, dass ich da durchaus so ein bisschen Dinge mir zugelegt habe, noch nicht katalogisiert hat und jetzt gammeln die halt auf dem E-Book-Reader rum. Und ich aber jetzt ganz froh bin, dass ich den ersten Teil schon dabei habe. Und auf jeden Fall hat Alpa von Cinema Strikes Back ja über diese Geschichte geschwärmt, uns das erzählt, hat auch erzählt, dass es da eben ja auch wirklich eine riesengroße Spielewelt zu entdecken gibt. Und ja, ich bin tatsächlich auf ein Let's Play aufmerksam geworden von Kronk. Und der spielt The Witcher 3, glaube ich. Und ja, jetzt kann man mich total für verrückt halten. Ich wusste, dass es Let's Plays gibt. Ich habe nie verstanden, wieso sich das Leute angucken und dieses Spiel nicht einfach selbst spielen. Ich habe auch immer mal bei die Sims, also ich bin ja ein Sims-Spieler, und da habe ich natürlich immer mal auch mir so ein Let's Play angeguckt, beziehungsweise wenn ich irgendwas lösen wollte, habe ich da mal reingeguckt, wie löse ich das oder na, wenn eine neue Version kam oder ein neuer Zusatz, also so ein Add-on, dann guckt man natürlich schon mal, was kann die,
Aber ich habe nie verstanden, warum Leute sich hinsetzen und jemanden beim Spielen zu gucken. Bis ich auf Gronkh traf, vor jetzt, also knapp 2 Wochen. Und ja, The Witcher gucke. Und ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 10, 11. Und ich gucke mir das unglaublich gerne an. Ich komme mir echt so bescheuert eigentlich dabei vor, weil ich mich auch frage, was findest du da jetzt so dran toll? Aber wir laufen mit Gronkh durch die Welt von The Witcher. Und es ist ja eine Wahnsinns-Fantasy-Welt. Es ist total spannend, es ist toll gemacht, es ist grafisch der Hammer. Es hat ja schon das Gefühl von einer Verfilmung. Und ich bin auch ein absoluter Fan von Gronkh, wie der so durch diese Welt steuert, wo ich so denke, ja, genauso bescheuert wärst du wahrscheinlich auch. Also es macht mir irgendwie Spaß. Ich habe keine richtige Erklärung, warum. Aber vielleicht guckt ihr ja auch Let's Plays und könnt das irgendwie nachvollziehen. Ich habe jetzt schon über einen Let's Read nachgedacht, dass man sich einfach auf die Couch setzt und liest und lässt die Kamera laufen. Nein, das ist natürlich total bescheuert, aber da habe ich auch gedacht, das ist, wäre jetzt ja eigentlich so, ja, also man guckt dann halt jemanden beim Lesen zu. Ich weiß nicht, ich fand, ja, auf jeden Fall, ihr seht, ich halte mich selbst für total verrückt. Bin ich wahrscheinlich nicht. Aber ich konnte mir das einfach, und ich kann es mir auch immer noch nicht erklären, warum man das irgendwie gut findet, aber ich finde es irgendwie cool. Mir macht das echt Spaß, ihm zuzugucken. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es da gibt und ob ich wirklich die Geduld habe, mir das komplett anzusehen. Ich glaube, dass es durchaus auch irgendwann dann so seinen Reiz irgendwie verliert. Aber ja, ich finde es irgendwie bisher sehr cool und es macht mir richtig Spaß. Ja, dann habe ich angefangen mit Downton Abbey. Ich habe einen Rewatch gestartet. Es gibt ja jetzt den Trailer zum Kinofilm, der im September läuft. Und schwupps hatte ich Lust auf diese Serie und schwupps habe ich dann auch schon die erste Staffel zu Ende geguckt. Ja, so schnell kann es manchmal gehen. Ja, macht mir großen Spaß und ja, ich werde auf jeden Fall die nächsten Wochen dann auch weitersehen und dann mal gucken, welche Serie mir dann in die Hände fällt. Irgendwann jetzt im Juli müsste ja dann auch die dritte Staffel von Stranger Things kommen, theoretisch, bilde ich mir ein. Und ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, ich glaube, zu der Woche gibt es gar nicht viel mehr zu erzählen, außer dass ich auch 2 Tage in München war, beziehungsweise 1,5 Tage Dienstag hingereist, am Mittwoch wieder zurück. Wir hatten da so ein bisschen von unserer Arbeit her so eine Art Team-Event, Team-Offsite. Einfach, dass wir immer alle am gleichen Ort sind, zur gleichen Zeit sind und uns wirklich die Zeit füreinander nehmen, um einfach Aufgaben, Projekte, Strategien zu besprechen. Und da waren wir dann auch im Hofbräuhaus. Ich war tatsächlich das erste Mal in meinem Leben im Hofbräuhaus. Ich finde das ja sonst schon sehr touristisch, klischeehaft und ich mag sowas eigentlich nicht. Also ich, wenn nach München fahre, fahre ich nicht ins Hofbräuhaus, weil ich finde, es gibt viel urigere, coolere bayerische Kneipen, wenn man so möchte, als das Hofbräuhaus. Aber es war ein cooler Abend, wir haben lecker gegessen, gut getrunken, viel Spaß gehabt und leider nicht so ganz viel Glück mit dem Wetter gehabt, aber ja, es war richtig schön, wir sind auch gut hin und zurück gekommen und ja, man merkt schon, dass wenn man sich dafür einfach Zeit nimmt, dass das durchaus wirklich sehr sinnvolle Zeit ist, wenn man eben auch in solche Maßnahmen ein bisschen Zeit investiert. Ja, aber sonst, glaube ich, gibt es zu der Woche nicht allzu viel zu erzählen. Ich habe, glaube ich, auch alles von meiner Liste erzählt. Ja, buchtechnisch eine richtig gute Woche mit dem Ausreißer der Hansensage. Aber gut, das ist natürlich so. Ihr könnt mir ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, welche Bücher ihr gerade lest, was vielleicht auch euer letztes Highlight war. Ob ihr auch überrascht wurdet von einem Genre, das, wo ihr dachtet, eigentlich nicht so euer Fall ist. Schreibt mir das gerne mal. Ihr findet alle Infos zu den Büchern und sonstigem natürlich in der Infobox. Schaut da gerne mal rein. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.